Hallo meine lieben Zirkusfreunde, ich bin Zirkusdirektor Kackpüpschen und das ist meine größte Zirkusattraktion. Hier ist sie! Wow! Wow! Oh, aua, es hat geknackt im Hals. Ach, na, da bin ich. Zirkusattraktion Number One mit extra langen Beinen. Meine kleinen Eierpüpschen, ich bin heute mit meiner Schwester Angelique in Aspik vereint, denn wir haben heute die geilste Sache unseres Lebens vor! Wow! Emmy, weißt du was? Wenn man zu lange so einen ganz normalen Alltag hat, immer wieder dasselbe macht, jeden Tag aufsteht, irgendwas Nerviges macht, irgendwann reicht's einem. Irgendwann will man einfach mal alles in seinem Leben auf den Kopf stellen und für Veränderung sorgen. Denn das befreit den Geist und lässt dich an dir selbst wachsen. Oh mein Gott, ich fühle mich gerade sowieso eine Räucherstäbchen, Alter. Egal. Leute, es ist wichtig, dass man auch irgendwann mal aus seinen Routinen ausbricht. Und genau das machen wir heute, denn wir ziehen heute um. Wow! Und zwar nicht in ein Haus, nicht in eine Wohnung, sondern in eine gigantische Seite. Seifenblase! Ich habe Emmy vor ungefähr 2 Jahren erzählt, dass es ein Zelt gibt, das aussieht wie eine Seifenblase. Es ist komplett transparent, man kann durchgucken und man kann darin wohnen. Und es ist einfach nur geil und es hat unglaublich viel Geld gekostet, Emmy. Aber es ist scheißegal, ich wollte es schon immer machen. Es ist unser beider Traum. Und er geht nun in Erfüllung und ihr könnt live dabei sein. An dieser Stelle tausend Dank an Chromebook, denn dieses Teil hier unterstützt uns heute, beziehungsweise die ganze Zeit schon, aus unseren Routinen auszubrechen und für ein neues Feeling in unserem Leben zu sorgen. Wir werden heute einfach nur den geilsten Spaß in unserem Leben haben und 24 Stunden in einer gigantischen Seifenblase verwenden. Verwenden? Wie heißt das eigentlich? Verbringen. Verbringen. Und deswegen würde ich sagen, let's go mit dem Video! Das hier ist angeblich unser Bubblehaus und ich kann es nicht fassen. Hier sind ganz, ganz viele Zeichen, von wegen wir dürfen keine Schere oder Cuttermesser verwenden, um es aufzumachen. Melina, wirf mal bitte Schere und Cuttermesser. Danke. Wollen wir es aufmachen? Cuttermesser. Es ist halt einfach nur eine Plane und wenn wir die einmal durchreißen, dann geht unser ganzer Plan nicht mehr auf. Verstehst du? Okay. Oh, geil. Wir haben ein ganz kleines bisschen Angst, dass das Ding viel zu klein ist, aber vielleicht stimmt das ja gar nicht. Ich krabbel hier rein und versuche alles zuzumachen, ja? Ja. Oh mein Gott, es fühlt sich schon wieder an wie im Raumschiff. Oh. 3, 2, 1. Sieht gut aus, oder? Ja. Geil. So, meine lieben Freunde, wir betreten jetzt zum allerersten Mal unser Bubblehaus und ich würde sagen, let's go rein in the Schnitzelding. Warum laber ich immer so viel Scheiße? Okay, so, jetzt ist das zu und jetzt können wir die andere Schleuse öffnen. Oh mein Gott, ist das crazy hier drin. Hast du dir so vorgestellt? Nein. Das sind halt sehr starke Plastikdämpfe, die wir einatmen, aber wir gewöhnen uns schon dran. Andere Leute rauchen, wir sind halt hier drin. Wir haben uns jetzt hier auf unserem kreativen goldenen Schwan versammelt, denn hier müssen wir natürlich erstmal planen, wie unser neues Haus aussehen soll, ne? Ja. Ich mal uns mal schnell. Ich mal mich einfach kleiner, weil kein Platz mehr. So, wir beide gehen da rein. Es soll richtig schön gemütlich sein. Das heißt, wir malen jetzt hier einmal ein Bett rein mit einem Kopfkissen und ich würde sagen auch viele Kuscheltiere, ne? Ja. So, das sind alle Kuscheltiere und natürlich auch hier eine Decke. Dann muss es richtig gemütlich aussehen. Das heißt, ganz viele Lichterketten kommen rein. Dann brauchen wir natürlich auch noch einen Fernseher, oder? Ja. Also machen wir hier so einen kleinen Schrank hin und da steht dann unser Flatscreen-TV. Wir brauchen natürlich viele Pflanzen. Wir brauchen eine Popcornmaschine, oder? Das ist unser fertiges Haus, in dem wir wohnen werden. Wow! Es wird so geil, Emmy, du verstehst es halt nicht. Alright, Leute, wir kommen jetzt endlich zum Einräumen und deswegen als erstes Teppich. Schon echt gemütlich hier. Ich sehe hier so. Oh, hier steht gar nichts. Das ist richtig anstrengend. So, meine kleinen
kleinen Pupsprinzessinnen, wir haben es endlich geschafft. Herzlich willkommen in unserer Hütte! Wie findest du es? Ich find's mega cozy und geil. Endlich Zeit, Spaß zu haben, oder? Ja. Wie wir hier drin Spaß haben, ist ja relativ klar. Was kann man noch alles mit einem riesen Bubblehaus anstellen? Wir werden es erfahren in 3, 2, 1. Als allererstes müssen wir natürlich gucken, ist es wasserresistent? Mit dem Schlauch abspritzen. Okay, number one, Wasserschlauch. Let's go! Ich hab den cool? Ja. Mit Wasserbomben abwerfen. Mal sehen, ob die Wasserbombe auch noch standhält. Vor allem, ich meine, mal sehen, ob es bei einer Wasserbombe auch noch standhält. Ach, ist doch egal. Auf die Plätze, fertig, los! Oh. Oha! Oha! Oh! 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 Oh. Geil! Oh! 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 Mit großer Wasserbombe abwerfen. Leute, ich habe selber ein bisschen Angst davor. Okay, 3. 2, 1! Oh, Scheiße! Oh. Oh, nee. Ja, wollen wir noch eins größer gehen? Ja. Mit riesiger Wasserbombe abwerfen! Also, ich weiß nicht, ob ihr das versteht, aber wir haben halt noch eine XXL-Wasserbombe. Aber ich weiß echt nicht, wie ich die hochheben soll. So geht's. Sieht aus wie ein Hodensack. Ah, okay, scheiße. Mit riesiger Wasserbombe gegeneinander laufen. Okay, Leute, ich habe eine richtig geile Idee. Wir nehmen jetzt noch mal eine XXL-Wasserbombe. Ich nehme die hier hin und wir knallen aneinander mit der Wasserbombe. Deswegen habe ich kein T-Shirt an. Okay, warte, ich mache erst mal wieder den Hodensack, ja? Oh mein Gott, ihr seid viel zu schwer. Okay, ich renne jetzt mit ihr entgegen. Ja, schnell. Soll ich? Ah, nein! Oh, nee! Sie ist einfach gerissen. Oh, oh, oh Mann! Versuch Nummer 593, diesmal schaffen wir's. Okay, ich laufe jetzt volle Pulle gegen dich, Emmy. Ja. 3, 2, 1. Oh, oh, oh nee. Oh Mann, Louis, nervt. Ja. Oh Mann. Okay, Leute, umziehen und dann machen wir meine normale Sache. Ach nee, geht ja noch weiter. Mit einem Ball abschießen. Gemeinsam dagegen rennen. Den Himmel beobachten. Ach, ist das schön, oder? Dieser blaue Himmel und die ganzen Vögel hier. Aber guck mal, der eine sieht ein bisschen komisch aus. Oh ja, ich glaube, der ist schwanger. Oh mein Gott. Eine Kissenschlacht machen. Auf der Seifenblase leben. Oh, oh ja, ich bin drauf, ich bin drauf, ich bin drauf. Oh, 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 oh. Okay, ich bin auf der Schleuse. Meint ihr, es platzt jetzt? Oha, 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 oha. Ich hab Angst, dass es kaputt geht. Das wäre richtig ungünstig. Oh, oh, mein Gott. Ich bin überwältigt, ich schwebe in der Luft. Oha, und wie komme ich wieder runter? Tja. Okay, Leute, wir haben Hunger. Es ist Zeit, etwas zu snacken. Ja. Und deswegen, weil wir haben natürlich keinen Bock, jetzt rauszugehen, werden wir jetzt Mama anrufen. Wir haben hier schon eine Google Meet Hangout Videokonferenz am Laufen. Und ich würde sagen, wir reden jetzt mit ihr und fragen sie, ob sie uns was bringt. Hallo. Hallo, Mama. Hi. Na, wie geht's dir? Kannst du mal bitte dein Bild drehen, damit wir dich groß sehen? Ja, seht ihr mich? Dreh mal dein Handy. Quer. Ah, perfekt. Mama, wir haben Hunger und wir haben keinen Bock, aus unserem geilen Zelt rauszugehen. Kommst du vielleicht einfach rein mit was Leckerem? Oh nee, Joey, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Nee. Bitte, Mama. Nein. Bitte nur ganz, ganz kurz. Du kriegst doch 5 Euro von uns. Na gut. 5 Euro. Was Tortenähnliches oder sowas. Wir haben Bock auf Kuchen. Danke, tschüss. Wir haben dich lieb, falls du uns was zu essen bringst. Ja. Anruf beenden, ne? Ruhe. So, unser Essen kommt und es wird geil. Hi Mom, hast du uns was Geiles mitgebracht? Oha! Benjamin Blumenkin! Dankeschön, Mama. Willst du auch ein Stück essen? Ja. Wie findest du unser Zelt? Cool. Also das Chromebook kann man auch super als Untersetzer verwenden, Leute. Oh, oh nee, warte. Wie
wir haben gerade die ganze Torte gefressen. Gerade vor 5 Minuten. Ich habe eigentlich gar nichts zu kochen. Die Sonne ist schon weg und mir ist immer noch unglaublich warm. Aber wir werden jetzt Seifenblasen in unsere Seifenblase machen. Okay, ich habe extra eine Seifenblasenmaschine gekauft und jetzt geht's los. Das hier ist die Flüssigkeit für Riesenseifenblasen. Erst soll man dieses Wasser hier reinmachen. Soll ich? Ja. Oh, ein Glück, wie schön. Oh. Oh. Ah, es klebt alles hier dran. Oh scheiße, es macht voll die Rückstände. Oh, Emmy. Wir könnten es einfach da machen. In der Schleuse? Ja. Yeah. Und dann? Wie viele Seifenblasen passen in die Schleuse? Wow. Wie viele Seifenblasen passen in die Schleuse? Der ultimative Test. Wie viele Seifenblasen, die eklig sind und kleben, passen wohl in unsere Schleuse? 3, 2, 1. Boah, doch nicht alles in die Fresse. Guck mal, die kleben ja alle fest. Wenn wir lang genug warten, ist diese ganze Schleuse voll. Boah. Emmy, das wird gleich richtig glitschig und schleimig hier drin. Ja. Das verstehst du, glaube ich, noch nicht. Aber Hauptsache nicht in unserem Bett. Also ich dachte halt irgendwie, dass Seifenblasen in einer riesigen Seifenblase irgendwie cooler sind. Und jetzt müssen wir halt putzen. Ich hab Hunger, lass uns Pizza bestellen. Okay Google, was ist die beste Pizzeria hier in der Nähe? Ich habe diese Rezepte gefunden. Rezepte brauchen wir nicht, aber sie hat uns auch Pizzerias rausgesucht. Von daher perfekt. Wir bestellen das jetzt mal und dann sehen wir uns gleich wieder. Oha, Emmy, hier steht was von einer Eilmeldung. Soll ich draufklicken? Ja, klick oha, drauf. Okay. Meine sehr verehrten Damen. Das ist Marianne. Marianne Mariansen. Und an dieser Stelle unterbrechen wir unsere Dokumentation Blähungen, Geißel der Menschheit oder gottgegebene Duftmagie, um Ihnen das neue Chromebook vorzustellen. Oha! Dieses ultraleichte, innovativ designte Stück Technik ist super flexibel einsetzbar und immer bereit, wenn Sie es brauchen. Wartezeit, bis es hochgefahren ist? Fehlanzeige. Sie denken, es ist ein herkömmlicher Laptop? Ah, ah, schon ist es ein Tablet. Geil! Im Offline-Modus sind alle Tabellen, alle Präsentationen und auch alle Mails gespeichert, sodass sie easy peasy auch ohne Internet weiterarbeiten können. Das brauche ich für die Schule. Echt? Ich habe eins. Ja, kriege ich's? Nee, kauf dir doch dein eigenes. Sagen Sie Adieu zu Antivirus-Programmen. Durch mehrere Sicherheitsebenen brauchen Sie die gar nicht erst. Und das Coolste? Google Assistant. Passen Sie mal auf. Okay, Google, mach das Licht aus. Klar. Oh, bisschen ungünstig. Naja, Sie können es jetzt zwar nicht mehr sehen, aber das ist das neue Chromebook. So, ich habe Mittagspause, ich habe keinen Bock mehr. Tschüss, Hunger. Tja, ich glaube, das war dann wohl die beste Wahl, dass ich das Chromebook schon habe. Schon hab. Lass ich jetzt genauso stehen. Ich hab's schon. Wir haben endlich unsere Pizzas und ich verstehe halt nicht, warum du kleine bestellt hast, Emmy. Du hast gesagt klein. Ja, aber ich wusste nicht, dass das solche Minis sind. Die sind so richtig dämlich, ne? Es ist 12:45. Ich glaube, wir schlafen jetzt. Das Melina, du solltest sagen. Jetzt bitte einfach gehen, weil es war genug. Du musst auch schlafen, okay? Aber nicht hier drin. Geh einfach. Wir schlafen hier nicht drin. Nee. Es juckt mir alles, es ist kalt, ich friere und es ist nass. Und es ist laut. Ja, es geht einfach nicht. Wir gehen jetzt ins Bett im Haus. Hat zwar trotzdem mega Spaß gemacht, unsere Routine zu ändern. Jetzt fallen wir mal kurz wieder in alte Muster, aber morgen früh sind wir wieder back in unserem neuen Alltag. Leute, es ist der nächste Morgen. Wir haben es nicht mal mehr geschafft, gestern den Filmeabend zu machen, weil es einfach viel zu spät würde. Deswegen machen wir heute einfach einen Filmemorgen. Aber was fehlt für einen richtig geilen Filmemorgen? Popcorn. Deswegen haben wir eine riesige Popcornmaschine gekauft. Ich hoffe, sie ist geil. Wir machen jetzt richtig frisches Popcorn. Wir haben sogar Popcornöl. Oh, wow, sie ist big. Hey, wie cool. Ja. Damit bist du der Burner auf einer Party. Ja, yeah, ich nehm's zu jeder Party mit. Reiben Sie die innere Fläche der Pfanne mit feuchtem Tuch aus. Sorry, this is not gonna happen. Verwenden Sie hierfür Seifenwasser. Anscheinend ist es wichtig. Still not gonna happen. Okay, Öl ist drin. Erster Schritt ist getan. Jetzt reinschütten. Und jetzt schnell noch Zucker. Okay, oh, Zucker im Bett. Sehr gut. Okay, sehr viel Zucker im Bett. Stand das in der Anleitung, dass man den Zucker schon mit reinmacht? Da stand gar nichts von Zucker, verstehe ich halt auch nicht. Ja, man macht den erst nach dem Poppen rein, sonst verbrennt der. Sehr gut.
Warum sagst du uns das auch, nachdem wir das reingeschüttet haben, Melina? Du bist so nervig. Ich hab nur gefragt, oh Mann, hoffentlich geht's jetzt noch, Emmy. Wichtige Sicherheitshinweise. Machen Sie den Zucker niemals in die Pfanne rein. Oh, wie geil! Oha, wie es einfach rauskommt. Ey, das riecht auch wirklich wie im Kino. Oha. Die scheiß Tür. Mit diesem Handtuch hier, wo das Popcorn drauf ist, haben wir übrigens gerade das Zelt von innen gewaschen. Oh mein Gott, wie geil. Was ist das denn? Oh, ein Hundehaar ist auch schon hier drin. Bist du bereit, das ultimative Popcorn zu probieren? Ja. Mmh, wie im Kino. Geil. Das schmeckt so lecker. Oh, mega geil. Das ist richtig geil. Emmy, warte mal. Ich glaube, die Brillen bringen uns gar nichts, weil es ja gar nicht 3D. Ja, stimmt. Ja, okay, weg damit. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt ihr auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben. Wir würden uns tierisch drüber freuen. An dieser Stelle nochmal. Tausend Dank an Chromebook. Ihr habt dieses ganze Ding hier eigentlich erst ermöglicht. Dieses kleine Teil hier hat uns bei der gesamten Planung und bei der Umsetzung und allem, was dazugehört, geholfen. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ihr findet unten den Link in der Videobeschreibung. Da bekommt ihr nämlich sogar 20% Rabatt auf euer eigenes Chromebook. Es hat auf jeden Fall Riesenspaß gemacht, unsere Routine mal zu ändern, unseren Alltag auf den Kopf zu stellen und von einem richtigen Haus in ein Bubble-Haus zu ziehen. Es war geil. Ja. Und das kalt. Ja. Aber jetzt mal im Ernst, Leute. Wir sind nun mal Gewohnheitstiere und lassen die Dinge oft so, wie sie sind, weil wir Angst vor Veränderungen haben. Ganz oft verschließen wir uns damit aber vor super vielen Dingen, die sogar viel besser und schöner sein können als das, was unser Alltag für gewöhnlich so hergibt. Mit unserem Umzug in das Bubblehaus haben Emmy und ich unseren Alltag und damit auch sämtliche Routinen auf den Kopf gestellt. Was wir dabei schnell gelernt haben, nur weil etwas anders ist, ist es nicht schlechter, sondern meistens sogar viel spannender. Wenn wir uns neuen Dingen öffnen, erweitern wir damit unseren Horizont. Und das ist niemals schlecht, sondern kann sogar der Start für vieles Neues im Leben sein. Und ja, Leute, vergesst auf jeden Fall nicht bei Instagram bei uns beiden vorbeizuschauen. Ihr findet hier unsere Namen eingeblendet. Und da würde ich auch schon wieder sagen, sehen wir uns bald wieder. Woohoo!